Caesar. Phelps, welcome to Vice. This is your new partner, Roy Earl. Take a seat. A special request was made to transfer you to add Vice. We need a man with your kind of starch on this desk, son. We have two dead Negroes found in an apartment this morning on Yucca Street. Number 6358, apartment 5. We got better things to be doing than wasting our time on two dead junkies. Did I ask your opinion, detective? Two men dead on U.S. Army issue morphine. That makes it an advice case. Beat it! Yes, sir. You and the lieutenant have some history? You could say that. We used to be partners. So, you're working with the big boys now, Cole? I guess so, Roy. I thought homicide was the primo assignment. That may be the case. I asked for you personally, Phelps. I had to pull a few strings to get you over to Advice. How does it feel? The lieutenant seems to think I'm doing okay. Okay? Don't get humble on me, Phelps. You're doing great. You're the department pinup boy, war hero and crime fighter. What a combination. I can assure you I'm no war hero, detective. Let's rouse some hopheads. Und damit würde ich sagen, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei L.A. Noir. Ein herzliches Mod. Meine lieben Freundinnen und Freunde, ja, herzlich willkommen beim, ja, unregelmäßigsten Let's Play überhaupt. Ja, wir sind jetzt im Sittendezernat und müssen mit unserem guten Freund Roy Earl. Nice car, Roy. Is that department issue? No, this is my sled. You can't be seen slumming it in a Nash if you're in Vice, Cole. Meanwhile, we got needle freaks kissing it goodbye all over Central Avenue. Officer needs assistance, 1825 North Highland Avenue, 1825 North Highland Avenue, unit to handle code 2 identify. Alles klar, komm, weißt du was? Wir machen mal... Keep going straight. Ui, Entschuldigung. Das werde ich wohl rausschneiden müssen. Entschuldigt. Ja, jetzt, wie gesagt, herzlich willkommen beim unregelmäßigsten Let's Play von L.A. Noir. Wir haben jetzt, wir sind jetzt befördert worden. Ah, nochmal. Ah. Und Gesundheit. By the way, du stehst noch just checking. Oh, alles klar. L.A. Neu. Alles klar. Humi, schönen guten Abend und vielen Dank. Hoppala. So. Und wenn ich gleich noch weiter niesen muss. Brandon, schönen guten Abend. Der ist auch dabei. Hey. Und wenn es gleich weitergeht mit der Nieserei, dann... Müssen wir gleich mal die Nase ausschnattern. So. Wir fahren gerade zu einem Ort des Verbrechens. Mit unserem neuen Partner Roy Earl. Der, ja, mehr... Ich würde fast sagen, Weiberheld ist, anstatt Polizist. Polizist, der mehr so auf seinen eigenen Vorteil. This is car 11K, go ahead with the further. Roger 11K, officer needs assistance on the grounds of the estate at 1825 North Highland Avenue. Multiple suspects to be taken in custody. Be advised, suspects are armed and dangerous. 11K, code 2. Roger, 11K en route. Alles klar.
Das Spiel habe ich für die Xbox 360, habe es aber nie nach der ersten Mission geschafft. War mir zu blöd und ungenau. Ja? Blaue Linie. Wow. Ja, eine Tommy Gun. Geil. Detective Phelps, I got the call for assistance. Who are the suspects? Bank robbers. Same gang that took the Citizens National Trust and Savings last month. Okay. So, in dein hässliches Gesicht, Digga. Pam, 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 pam. Move, I got ya. Throw out the gun. Ow. Ach, da ist noch einer. Okay. Ow. Ich wollte gerade sagen, der sprang mir gerade in die Schussbahn. Komm. Stay down. You're covered, pal. Gut. Ich bin Robocop. Ergeben Sie dich. I'm wide open here. Ja, spring da mal nicht drüber, Mensch. Aber das mit dem zu ungenau, das kann wirklich stimmen. Und tschüss. That's it. That's all of them. Okay. Haben wir sie alle erledigt. Und schau mal, sein bisschen... Hätte mich nicht gewundert, wenn er jetzt in dieser T-Pose gestanden hätte, der Roy. Ach, schön. So. That's the cop from the newspaper. Yes, that's me. I'm the cop from the newspapers. Yes, yes. Okay. Hat die Kiste eigentlich auch... Tatütata? Ah, geil. Tatütata. Ja, das Spiel ist vielleicht ein bisschen ungenau, so was die Gesichtsmimik manchmal mit der Interpretation. Was es damit auf sich hat. Man kann teilweise kann man die Aussagen nicht so recht deuten. Weil man sich dann denkt, wir sind falsch. It's much more fun with the siren on, Phelps. Ja, ja. Ihr habt es gehört, also unser Freund hier, Roy Earl, der ist wohl so ein kleiner Actionheld. Ja, ja. Da mischt mal hin. Lup. They really picked a prize shithole for our first date. I've got friends that work. Hoppala, falscher Titel. How about $5 for an exclusive? Okay. Officer, please tell me what's going on. Ja, gleich. Moin. It's up the stairs, detectives. Around the corner, last door on the left. Ei, okay. Da mag wohl was Heftigeres passiert sein. Und ich habe ja das Gefühl, der... Come on, Dunn. Your show now. Yep. Alles klar, machen wir. Ich habe das Gefühl, der Roy Earl, der ist ähnlich wie der unser voriger Partner. Carruthers. Phelps. I've been reassigned to advice. What have we got? Two stiffs, overdosed, been dead a couple of days. Government issue morphine. We use the same syrettes in Okinawa. Fucking Negro junkies can't take supply this pure. You know these guys? I know of them. The younger one's a two-bit horn player by the name of Cornell Tyree. The other one works in distribution. Started using a little too much of his own product, and Jack D took exception. He wasn't born that ugly. His name's Lamont. Tyrone Lamont. So who's supplying the drugs?
That's easy. Whoever knocked off the wharves in San Pedro. Jack Dragna, Mickey Cohen. Dope's been all upside down ever since Jimmy Utley started the long walk at Quentin. You talk about it like it's a system. It was a system. But those days are long gone. We are supposed to uphold the law. Yeah, and we do. But we can't change people. The truth is, everyone wants the license to get a little dirty now and then. Our job is to keep it manageable. That's how you see it? See it any other way, and you better forget about being a vice cop. Can we get on with this? Today, preferably? Ah, Mensch. Und da sieht man's. Der Roy, der macht einfach nur so viel, wie er muss. Und das reicht. Um gut dastehen zu können. Ja, lass mich mal. Och Mann, der Roy. Oh, da ist ein Brief. Seltsames Gekitzel. Strange Doodle. Strange Doodle? Yes, yes. Aber anscheinend kriegen wir das noch. These clowns lived on popcorn? Must have been messy eaters. It's all over the floor. Okay. Ein Musikstück? I wonder what's the correlation between love of the needle and love of the music. Hm. Okay, cool. Ei. Took his jolt and drifted off. Oh. I suppose his friend wasn't in any condition to notice that he had stopped breathing. Bah, Spritzen. Bah, ich kann kein Junkie werden. Ohne Scheiß. Really? Ohne Scheiß, ich könnte nie Junkie werden, weil ich hasse Spritzen. Ich mag die Dinger nicht. Oh. Führerschein. Anthony Lamont. Lamont. Black. Tyrone Lamont. Not even 23 years old. I think I've seen it all. Alter. Rasse Negro. Oh Gott. Auszahlung. 746. Oh, Lotterie schon. Small chance in life is probably better than no chance. Ach ja. Der hat drei richtige. Vielleicht. Another day, another dollar. One cigarette is enough to knock you out for combat trauma. Two of them will stop your heart. Drogen sind scheiße. Colonel Justice? Colonel Justice Terry? Say only the good die young. I hope it was true in your case. Zwei für sieben, fünf, sieben. Who's JJ? And why do these two care about his taste in music? Okay. Hinweise? Auf einen möglichen Code? Okay. Never the same, are they? Looks like it was always gonna end this way. Ah. Wie gesagt, ich könnte nie Junkie werden, weil Drogen. A, habe ich keinen Bock auf Drogen. B, Spritzen selber setzen. Wäre überhaupt nicht mein Ding. Okay, da kann ich mir nichts angucken. Aber egal, der hat auch ein Stichlöcher. Nee. Okay, der hat auch nichts. Nee, nicht mehr. Kannst du weiter gucken? Bit heavy for an empty cup. Aha. Okay. Kann süchtig machen.
I fix right over the counter in broad daylight. Wow. The Emperor across the street appears to shift a lot of popcorn. Let's shake him down. Let's shake him down. Oh, da ist noch eine komplette Nadel. Injektionsspritze. I have no idea how dangerous this stuff is. Morphium. Ich bekomme eigentlich Morphium. Hier brauchen wir den Stoff, aber nur zu besorgen. Piekchen kann ich selber. Das kleine Arschloch. Ach, schön. Aber ohne Scheiß. Lass die Kackdrogen weg. Wow, und das. Cooking or preparation. Must have been the easiest fix these two ever had. Ah, nee. Igitt. Vor allem, das sind solche. Keine Ahnung, wie nennt man das? Zahnpasta-Tuben. Ohne Scheiß. Die haust du dir rein und dann. Bah, nee. Okay, habe ich hier noch irgendwas übersehen? Popcorn? Okay, das ist derselbe Becher. Trompete und Geige. Alles klar. Schade. Aber wie gesagt, Drogen. Lass die Finger davon. Und es wird schon so langsam wieder Tag. Okay. Äußerst schnell hier der Tag-Nacht-Wechsel. Hätte ich noch mit den Leuten quatschen können? Nee, ne? Okay, Roy, wo will ich denn hin? Right. Let's wrap this up before I actually have to work overtime instead of just claiming for it. You're a true inspiration to us all, Roy. Okay, Roy, wo willst du hin? Ah, alle Idiot. Wir sind Cops. Ah, okay. Black Caesar. Like a decent guy. Die Finger weglassen von Drogen? Genau, denn das ist kein Brokkoli. Was? Drogen sind böse. Help you? Detectives Phelps and Earl, LAPD. We're inquiring into the deaths. Hand over the popcorn, numbskull, before we kick the door in. Get that son of a bitch. Okay. Oop. Natürlich rennen die wieder weg. Hüpf. Nicht auf ihn zielen, nee. Stay on him. Ah, mach ich. Und wieder hinterher rennen. Ja, komm. Los, renn, Phelps. Hüps. Schöne Judo-Rolle. Und hinterher. Hüps. Jetzt lauf doch mal für einen Meter. Oh Gott, meine Fresse. Sie gleich bestimmt wieder mit dem. Eddie, help me out, man. They're trying to kill me. You gotta help me out. What the hell going on here? Morgan! That you? You picked the wrong cop, you fucking animals. Ooh. Ah!
Ow. Ow. Okay. Ow. Not the face. Ah. Ouchie. Owie. Gott knows. Stop resisting, asshole. You're only making it worse. What's your name? Morgan. Half an answer is no answer to me, asshole. Fleetwood Morgan. Keep an eye on him, Roy, while I take a look around. Kennst du den Spruch nicht von unseren Drogenbeauftragten? Cannabis ist kein Problem. Fleetwood. Don't give me an excuse to shoot you. Und da sehen wir ein typisches Beispiel von einem Rassisten. Ich mag solche Leute nicht. Ernsthaft. Okay. Dann untersuchen wir das mal. Ja, den Spruch, den kenne ich wohl. Den kenne ich schon. Blue Room Jazz Club. Stamped on the reverse by the issuer. Okay. Achso, Sekunde. Kann ich... Ah, okay, da. Jermaine Jones, Buchungsagent. Maybe Morgan can give us something on this Jones character. Hm. Okay, zurück an den Platz. Die Trombe. Mhm. Nope. Nope. Alles klar. Ja, Cannabis ist kein Brokkoli. Nee, das auf keinen Fall, aber... Ah, da ist was drin. Aha. Quittungen. Ortiz. Lotto. These number slips might affect your tone, Fleetwood. Alles klar. Hat er wahrscheinlich Schulden? Ah, da sind die Becher und das Zeug. Gift Morphium-Tartrat-Lösung. Morphin. It might not be filling, but I'm sure it's satisfying. Nee. Ohne Scheiß. Ich hab in meinem ganzen Leben. About time we heard what Fleetwood here has to say, Cole. Mhm. Ich habe in meinem ganzen Leben nur einmal wirklich so eine harte Droge genommen. Nee, das brauche ich nicht. Und zwar... Incidental. Okay. So. Ja, lustig machende Kekse, sagen wir mal. Oh, Spiegelei, Bacon, Burger. Oh, Mann, das verbrennt alles. Ja, 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 ich. Wie sonst noch was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wie gesagt, einmal so lustig machende Kekse gegessen. Okay, war lustig dann an dem Tag. Auch nur einen halben. Man war ein bisschen lustiger drauf, ja. Aber das war's dann auch. Sonst Zigaretten, Bier. Also Zigaretten, Alkohol und Kaffee. Das sind die drei Drogen, die ich mal... Die normalen, weichen Drogen, die ich genommen habe. Mehr nicht. Bei mir ist es Alkohol und das reicht bei mir vollkommen. Auf jeden Fall. Ich habe hier auch ein Bierchen stehen. Oh, Entschuldigung. Ich habe bei mir auch ein Bierchen. Aber das habe ich schon ausgetrunken. We're inquiring about the deaths of two men in an apartment across the street, Fleetwood. We want answers. Of course. I'll do my best, mister. Alles klar. Und wie gesagt, Alkohol reicht mir vollkommen und auch in Maßen, sag ich mal. Ich habe mich mal mit Lackfarbe high gemacht beim Malern. Das war auch lustig. Wow. Nee, Asthma.
ist böse. Okay, Opfer der Mafia. You sold the drugs to Cornell Tyree and Tyrone Lamont. Oh, I sell fried steaks and black eyed peas. Amigo, du lügst. Du lügst, wie ihr druckt. Vorräte, mehrere Lieferanten. Coronel, Black Caesar Popcornbecher mit Morphium-Injektionsspritze. Ich glaube, das würde ich nehmen. Hoppla. Der guckt schon so nervös hin und her. Ich würde sagen, der lügt. You're lying, Fleetwood. We know that you supplied them. I don't know nothing about no drugs. All I do is my tan hair flipping burgers. Can you prove any different? Yep. Und zwar das hier. Flipping burgers, yes. And strapping jolts of morphine to the bottom of popcorn cups, Fleetwood. Now I want the truth. Who supplies the drugs? Cat by the name of Armstrong Edwards. He brings the stuff around about once a day. I know Armstrong. He's a two-bound, strictly small time. Who's he working for, Fleetwood? Jermaine Jones. Ah, den Namen kennen wir doch. Gefundene Lotteriescheine. We have you for the hop and resisting arrest. Tell us about the numbers if you want our help. Look, the numbers are the white man's tax on poor folk. All right, now what else you want to know? Würde ich anzweifeln. Was hat er nochmal gesagt? Das will ich nochmal wissen. Also, die Weißen nehmen die armen Leute durch Lotterie aus, klar? Was wollen sie sonst so wissen? Ich würde vielleicht anzweifeln. Ich bin mir echt nicht sicher. Anzweifeln oder Wahrheit, aber ich bin mir echt nicht sicher. Lotterie. Otis, illegales Wettgeschäft und Lotterie. Dealer identifiziert, Morphium verkauft. Ah, Mann. Brent, was meinst du? Ist der... Sagt er die Wahrheit, oder? Er guckt noch so zur Seite. Ich würde anzweifeln. We have an address on the street. Yes! We're gonna go down there now and rat you out, Fleetwood. Tell whoever it is that you rolled over and gave them up. No. Look, I've been cooperative, okay? Now you gotta help me some. Fleetwood, I'm gonna speak personally to the judge on your behalf. A name, Fleetwood. Well, he's a real slick dude. Wears a hat and swings a cane. Goes by the name of Merlin, all right? I ain't got a last name. See you at the station, Fleetwood. But you're gonna help me, right? Of course, kid. You helped us out. And we always like to repay a favor. Can you see that Fleetwood gets a nice cell, Wallace? One with a window and a nice fresh pillow. Er ist ein Arschloch. Sagen wir mal ehrlich, er ist ein Arschloch. Ich mag Roy Earl nicht. Alles klar. Gehen wir mal telefonieren. Police Telephone. Wie lustig, dass nur die Polizisten das verwenden dürfen. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Isn't he a cop who won the Cole medal Phelps, the badge 1247. Detective. I need an address on a Jermaine Jones musical booking agency. Just a moment, detective. Jermaine Jones. The office is listed as 5528 Santa Monica Boulevard. Thanks, ma'am. Na gut, dann waren wir doch schon mal richtig mit. I don't need this. Yep. Dann waren wir schon mal richtig mit dem Anzweifeln. Brandon, sorry, aber ich war mir wirklich...
unsicher und ich war eigentlich mehr so. Gehen wir mal zu Otti. Ich war mir wirklich unsicher und das mit der Wahrheit, das war mir dann doch zu vage. I heard you were in the blue room the other night. What's wrong with you? Entschuldigung. Ich habe auch mein Handy geguckt. Shouldn't you have been at home? Tucked in bed with the wife and kids? Where I go is your business. It couldn't have had anything to do with a certain delightful but damaged German girl, could it? I don't know what you're talking about, Roy. All units in the vicinity and any central good. Unit. Citizen reports a 415 Who? 7th and Central. Unit to Marlon Hopgood. Identify. Your informer. He was my corroborating witness in the Bishop case. Oh, right. Marlon. You're not still sore about that, are you? You made the case without him. He was an accessory to the abuse of the girl, Roy. As long as Hollywood exists, it's going to be chewing up starry-eyed little girls. Marlon was small time. You caught the big fish. And look how much good it did your career. Okay. Gut. Dann. Wie weit ist der nächste Auftrag? Also hier der Überfall? Was? Ach, der Imbiss. Junkie-Wohnung, Imbiss. Das Buchungsdingen. Wo ist der Überfall? Ja, moin, da geht's hin. Ja, moin. Nee, da fahr ich doch nicht hin. Da fahr ich doch nicht hin. Warte. Straight on. Nee. Geh mal, Roy. Hoppla. You can drive. So, wir lassen ihn fahren. Da bin ich jetzt mal. All units in the vicinity and any central unit. Citizen reports a 415 at 7th and Central. Unit to handle code 2. Identify. Identify. This is 11K. We'll handle the 415. 11K, Roger. Your 415 is at the corner of 7th and Central. Alles klar. Oh, God. I bet it's a domestic. The police shouldn't have to get involved in this crap. You were dumb enough to marry the guy, sweetheart. Fatal Plunge. Tödlicher Sturz. Oh, oh. Den Typen kennen wir doch. Some disturbance. I need to get up there. Au. Eieieiei. Go on, get after him. Na, wo ist er? Ah, da oben hoch. Ups. Dudley, you killed him. You saw what happened. That creep attacked me. I can't watch you go around with drunk losers like that anymore, honey. What are you doing up here with him anyway? You deserve better. He invited me up to. Dudley, I had no idea you felt this way. No. Aber wenn's dann die Cops geht. You! Get back here! Macht er schnell die Flatter. Ja, und natürlich fährst Dudley Lynch. It's been a while. Dudley Lynch. It's no good. We need to get closer. Natürlich fährt nicht, sondern wir müssen fahren. Get in close and steer him off the tar. I'll try for the tires. Keep your foot down. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, Hilfe. Verfolgungsjagd über den Bahnhof. Alles klar, läuft. Au.
Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Hit him! Clear this asshole off the road. Na toll, der fährt nicht dahin, wo wir hinwollen. Oder wo ich denke, dass er hin will. Au. Ja toll, die Dinge bestehen auch noch aus Stahlbeton. Alter, die Karre fällt gleich auseinander. I can't take the shot from here, Cole! So, LKW kannst du besser fahren, ja. Let's see how fast he runs on bare rims. Hit him! Clear this asshole off the road. Also das ist auf jeden Fall. Alter, deine Karre drin. I don't know the way. Hey, Dutty. You're under arrest, asshole. Dudley Lynch. I didn't mean for him to fall. I swear to Christ I didn't. I just wanted to keep him away from Shannon. He was taking advantage of her. It's out of my hands, Lynch. Claim self-defense and see if Miss Perry will testify on your behalf. Oops. Und tschüss. So, Roy. Jetzt fährst du uns bitte wieder zu dem anderen. Boah, Gary, also ich will nicht dein Bahnfahrer sein. Erst auf die Autobahn und dann in der nächsten Minute auf den Gleisen. Was? Was? Ja gut, ich... Ohne Scheiß, ich kann... Ich bin schlecht. Also dafür, dass es 2011 rausgekommen ist, ist die Grafik echt beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, die Fahrphysik ist eine Sache für sich. Das Spiel ist halt 2011 rausgekommen. Die haben da versucht, mit Motion Capturing die Gesichtsausdrücke auf den Gesichtern darzustellen. Und zu der Zeit, das war schon richtig geil. Bleib mich mal aus. Okay, das war ein kurzes Ausblenden. Moin! Schade, wir können uns hier nicht umsehen. Auch nicht, alles klar. In den nächsten Minuten auf die Gleise herkommen. Servus! Post ist da. Detectives Phelps and Earl, LAPD. The name's Merlin Odie. I run a strictly legitimate bookmaker's detective. So that's not an illegal wire service that your colleagues are running? And the number slips that I've been picking up all morning with this address on them have nothing to do with you? I pay my kick to the Watts, and they pay their cut to the LAPD. You can't go shaking me down. You're a loudmouth motherfucker, aren't you? Anyone ever tell you that criminals are supposed to keep their mouths shut? Stay where you are while we look around. Mhm. Ich muss sagen, Rockstar war damals irgendwie kreativer mit dem Spielen, viel experimentierfreudiger. Heute kommt nur noch GTA Online Mist und alle 100 Jahre ein Spiel. Das stimmt. Das stimmt leider. Habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die sagen, ja komm. Lass mal lieber... GTA San Andreas, Quatsch, GTA Online machen. Uiuiui. Ui, ui. Das sind ein Haufen Telefone. I got work to do here, Mister. Okay.
Baseball. Don't think this is anything. Okay, schade, da steht kein Name drauf. Oder doch da, aber na gut. Liest er sich nicht durch, schade. Schöner Sattel. Poker? Okay. Was muss es nochmal sein? Hinweise. Lotterieschein, seltsames Gekitzel, genau. Kirsche, Glocke und Win. Okay. Ja, das mit den anderen 100 Jahre ein Spiel. Nah. GTA war. GTA Online ist halt so ein Ding und dann kommt da halt. Weiß nicht, Rockstar, die machen halt wirklich wenig. Ah, jetzt kann ich hier natürlich halten. Kirsche, Glocke und Win. Es ist Glocke und Kirsche, aber in der verkehrten Reihenfolge. Gut. Normal. Okay, da haben wir die Glöckchen. Das Glöckchen. Jetzt brauchen wir nur noch Kirsche. Tada! Ah, guck mal. Bei GTA Online schaffen die es nicht, die Modder zu unterbinden. Das stimmt. Eine Injektionsspritze, sterile Nadel, Gift, Morphium-Tartrat-Lösung. Warnung kann süchtig machen. With this quantity, we're looking at a high-level trafficking charge. Mhm. Dann kam aktuell ja nur Redemption 2 mit dem Online-Modus. Mit dem, der zu Release so brauchbar war wie eine Non-Ims. Oh, wow. Okay, ja, leg das mal wieder weg. Nee. Oh, leg mal weg. Also, ja gut, der Online-Modus bei GTA, der war nicht so gut. Rames Removals. I think Rames's place is our next stop. Das kann wohl sein. Und Lottoscheine. Okay, put out on. Okay. Auszahlung auf 429. Thanks for the paper trail, Merlin. Oh, that's quite a win for a dime, Merlin. You better start God talking. Damn it. Get after him, Phelps. Natürlich muss ich ihn wieder verfolgen. Leute, ihr wisst doch, wegrennen nützt nichts. Der Spruch lag mir schon den ganzen Tag auf der Zunge. Wenn die aber bis jetzt nicht loswerden. Hallo, Otti. Komm schon. Sprint, Mann! Stop right there, Otti. Au. Was war das denn? Geh mal weg da. Hallo. Gehen Sie mal. So, Oti. Komm. What are you trying to do, Merlin? Hab ihn. Yes. Eine lange Verfolgung. Otti, wegrennen bringt nix. Alright, relax, motherfucker, you got me.
Nice wand, Merlin. Too bad you couldn't pull off your vanishing act. Make your joke, smart guy. But don't damage that. That there's a valuable antique. You don't Natürlich. Say. Maybe you ought to have a look at this, Cole. Peach. Uh-huh. Verpflichtet sich an Merlin eine Summe von $321 zu bezahlen. Oh, ein Schuldschein. Adi has Jose Ramez in his pocket. Ramez must have forgotten his lucky numbers. Peach. Would you like to calculate the odds on you going to prison for a very long time, Merlin? I'm not going nowhere. I paid my contributions, and I'm not getting hustled by you. Morphium aus dem Armeevorrat, mein Freund. We're only interested in morphine. Army surplus morphine. What do you have to say about that? I heard about that. Big robbery on the ship. Ain't my line of work. I prefer something with a sporting outcome. Ach Mensch, mein lieber Freund. So, Morphium zum Verkauf. Schuldschein. Große Mengen zum freien Verkauf. Okay. Welcher Popcorn? Radiosendernotiz. Okay. Batteriescheiben, seltsames Gekitzel, Morphium-Injektionsspritzen. Scheiße, was hat er jetzt nochmal gesagt? Wir sind nur an dem Morphium aus dem Armeevorrat. Was können Sie davon sagen? Davon habe ich nichts gehört. Raub im großen Stil auf einem Schiff. Nicht mein Metier. Ich bevorzuge Dinge. Okay. Shit. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ach Mensch, ich bin woanders hingefahren. Warte mal. Kann ich? Okay. Orte. Buchungsagentur. Es. Morphium, Lotteriescheine. Ich gucke mir gerade die Lösung an, weil die gibt mir ein bisschen Tipps. Es ist nun sehr wichtig, dass ihr zur Talentagentur fährt. Wo ist da eine Talentagentur? Da steht nichts von Talentagentur. Das ist die Buchungsagentur ist das. Weißt du was? Amigo, wir lassen dich mal kurz alleine. What, you're giving up and going home? Get back here, Cole. Nein! Scheiße. Och nö. Mann! Also ich hab den Spruch gefeiert, der war echt gut. Ja gut, das stimmt. Kann ich wieder zurück? Och nö. Schmuh, weißt du? Would you like to calculate the odds on you going to prison for a very long time, Merlin? I'm not going nowhere. I've paid my contributions and I'm not getting hustled by you. Scheiße. Wir sind gerade völlig falsch gelaufen. Ich wollte Ich bin halt eigentlich nach, Ich bin eigentlich nach Reihenfolge wollte ich gehen, aber die Lösung sagt mir, ich hätte erst bei der Dingens vorbeischauen sollen. Bei der Agentur. Na komm. We're only interested in morphine. Army surplus morphine. What do you have to say about that? I heard about that. Big robbery on the ship. Ain't my line of work. I prefer something with a sporting outcome.
Lieber Otti. Na okay, er guckt auch schon sehr oft weg. You distribute for the Jews. You're a patsy. I don't know what you're talking about. I distribute for the LAPD, motherfucker. Du hast die hier. If this is a shakedown, I wish you get on with it. I can call my man from the 77th Division and have this all cleared up. Schuldschein von Ramez seems to owe you a lot of money. We all owe somebody. So it has nothing to do with the proceeds of a morphine shipment? It's a gambling debt. The Heaps took over the wire service and screwed me. Now I just do what I'm told. Run numbers and shift dope. Jose's no different. He just thinks he's a big man that can run up tabs. You're not the guy we want, Merlin. But we're taking you in. Maybe some time in a cell will help you remember something worthwhile. Fuck you, and fuck you. You'll never put a charge on me. Take this bum in. Take the long way around. And don't be gentle with him. You got that? Yes, sir. Yes, sir. Ah, Mann, das ärgert mich jetzt. Wir hätten erst zu dieser blöden Talentagentur fahren müssen. Das ist doch blöd. Oh. Jones. Ah, Jermaine Jones. Und da ist ein Telefon. Ah, das ärgert mich. Da ist jetzt uns jetzt ein Hinweis durch die Lappen gegangen. Phelps, 1247. Und im Chat wird sich lustig gemacht über die Nonne im Stripclub. Mhm. That's Ramez, R-A-M-E-Z. Just checking. Ramez Removals, corner Sunset and Wilton. Owned by a Jose Victor Ramez. Thank you. Alles klar. Well, du fährst. You're behind the wheel. Bist ja ein netter Typ, ne? Was war das? Okay. Da hätten wir wahrscheinlich erst zu dieser Agentur hingemusst. Und dann zu dem netten Herrn. So ein Scheiß. Look at this place. I'm guessing not much talent comes out of this talent agency. Nein, ey! Jermaine Jones. Mal 238. Musikerbuchungsagentur, okay. Here we are. Jermaine Jones, 238. Alles klar. 238. Okay, Roy, der geht schon vor. Who let you in? Die Polizei. Jermaine Jones. Don't bother getting up. Your flunky Fleetwood Morgan just snitched you out. I wasn't planning to. Now you think you could tell me who the hell you are? LAPD. We'd like to take a look around. The hell you will, motherfucker. You carrying a warrant? No, do we need one? Search the place, Cole. What do you think you're gonna find, policeman? Huh? Die zwei Herren hier sehen sehr... You boys looking for work? What kind of act are you supposed to be? Alles klar. You ain't allowed to do this. I got rights.
Schöner Flügel. Oder schönes Klavier. Karteien. Koffer. Ah, Jermaine Jones? I hope none of this stuff is purloined, Mr. Jones. I have a receipt for that thing. Somewhere. Okay. Flup. Erstmal das Radio untersuchen. Schön. Schnappes. Was haben wir denn hier? Tyler's Bourbon Whiskey. Das gute Zeugs. This doesn't pertain to the case. Nee, nee. Ich kann aber nicht nach oben. Ich würde mir gerne die Bilder angucken. Not sure this means much. Okay. Zigarren. Boah, was ist das da verraucht? Scott Phantom. Fine radio. Shortwave, AM and FM. My father has a Scott. Ooh. Okay. Warte. Hinweise. Seltsames Gekritzel, ne? Nee, das war's nicht. Radiosendernotiz. Hört immer FM 275. Alles klar. Band FM und dann die 275. Schalten wir den mal an. I wonder this thing is sounding a little muffled, Jermaine. Brennan! Wilt! Get over here! Take these assholes apart. You heard the boss. Die haben sich wahrscheinlich auch schon voll gepumpt, die beiden. Is this the best you got? Mugs are dope to the eyeballs. Clean them up quick, boys. I ain't got time for this. Kopfnuss! Come on, beat these sons of bitches down! So! God damn! Sit tight, asshole. Pretend you're at the parlor getting your nails done. Cole, you better search through that stuff in the radio before you brace our friend here. Der Typ geht jetzt mumpelnd wieder zurück. Alles klar. How many starving musicians pay with perfect clean 50s? 50s? Oh, $5,000. Aller Liebe, voll viel. Too much for felony possession. I'm thinking intent to supply. Brokkoli, da haben wir es. Und eine Morphiumspritze. This must be how those two bums standing guard take their wages. Yep. Und ein Schuldschein. 392. Your friend Fleetwood was also a betting man, Jermaine. I just gotta tag along with that old. Oh. Und Ramirez. Nee, ja, Ramirez Jones. He'd follow me around. Jay Jones. Ramirez Removals. They must have taken special care delivering this for you. I wouldn't know what to do. Da-da-da-da-da-da-da. Schöne Musik. So, mein Freund. Tyree are dead. At a stretch, the DA could have you on felony murder for supplying stolen government. Tyrone and Cornell are dead. They're on a slab downtown with the ME examining their last meal. Popcorn washed down with morphine. You offering me a deal? I have a pet judge who hates blacks. I'll give you 50 years for your two buddies. Another 30 for stealing from Uncle Sam. You'll be out by the time you're 110. Imagine the changes you'll see. Ay, ay, ay.
I get the message. How much is this gonna cost me? Die Wahrheit, mein Freund. Nichts als die Wahrheit. Morphium aus dem Armeevorrat. Was hast du dafür zu sagen? Dazu. I don't know nothing about that. Würde ich anzweifeln. So we make you for all of it. You're the fall guy from Mickey Cohen. In case you haven't noticed, I'm a colored man. You see any Jew boys running around here? I collect my cut. Lenny the Fink controls the action. Lenny who? Lenny Finkelstein, Mickey's dipshit brother-in-law. Naja, es gibt auch schwarze Juden. Ich sag's mal so, ne? Okay, Verbindung zu Ramirez. What's the score with Ramirez removals? I brought a radio from there. That's all. Bist du dir sicher? Du guckst auch schon so. Die können mir gar nichts. I think Ramirez is part of the distribution chain, Jermaine. And what have you got that could prove I use Ramirez that way? Er hat dich identifiziert. Oder sein... Ne? Dealer identifiziert. Morgan ist im Besitz von Lotterieschein. Und Morphium nannte Jones als Verkäufer. You're one seriously deluded white boy. Why don't you ask your dapper friend here how the world works? What is the link between the morphine and the numbers slips? There is no link. You're wasting your time here. Da guckst du wieder so komisch. You either rat out the next link in the chain, or you spend the rest of your life in jail. Are you gonna put that in writing, asshole? Take them all in. We have a deal, right? We're after the morphine. I'll speak to the DA on your behalf. You have my word. Irgendwas ist da verkehrt. Ich guck gerade noch mal in die... Ne? Bei der... zweifelt erste und dritte an. Bei der zweiten wählen wir Lüge aus. Das habe ich alles gemacht. Was soll denn der Quatsch? Okay, das Spiel... Also den... Yes! So Mickey Cohen or Jack Dragna stole the army surplus morphine, and they are selling it on the streets? Looks that way. Oop. But the mob wants returned customers, not corpses. Why haven't they cut the morphine? Good question, detective. This robbery happened months ago, right? The beginning of the year. So why are the proceeds suddenly turning up now? Another good question. But where does it get us? It's like asking questions in the middle of the movie. If you just sit tight and keep your yap shut, you'll find out what happens. We need to follow the evidence. INS officers need help. Hollywood 911. Mickey Cohen runs the dope route. Officers need help. 211 in progress and shots fired. Mickey does what he's told. Unit to handle code 3 identified. Benny Siegel will take a cut of any action that's going. I thought Jack Dragna was... Dragna's an old-time greaser. He keeps his head down and pays his dues. Word is, he's gonna clip Bugsy. Okay, die Bremsen sind sehr schlecht. LAPD, we're here to see Jose Ramirez. What's it about? Routine inquiries, sir. Can you tell us where we can find him? You missed him. He was in the delivery truck, just went out. God damn it. Okay. 11K calling KGPL. Go ahead, 11K.
11K requesting assistance in pursuit of narcotics suspects aboard a GM delivery truck. Commercial license, David Charles, 457. Roger, 11K. Hallo, Mann, Junge. Clear this asshole off the road. What is this lunatic think he's doing? Here comes the cavalry. We're not playing around here. Take this clown off the road. Ja, genau. Wow. Leute. Könnt ihr auch mal vernünftig fahren? Wow. Ey, die behindern mehr, als dass sie helfen. Fuck. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Hit it, Cole. He's going left onto Hollywood. Get alongside him and take him out. Da würde ich ja gerne. Steady and I'll try to bust his tires. Get in close and steer him off the tar. That's it, Cole. You did it. It's truck's history. Pull him. Yep. So. Tü-tü-tü-tü-tü. Oh. Da haben wir noch einen vergessen. Give it up, LAPD. Oder getroffen. Entschuldigung. Vergessen. Ah, oh Mann, das ärgert mich. Jose Ramirez, you're being arrested on suspicion of supplying illegal drugs, resisting arrest, and for malicious damage to LAPD property. Hey, hold your horses. I supply furniture, not drugs. And that thing back there? That was an accident. Some furniture came loose. That's all. Save it for the DA, Chico. Keep an eye on him. We're gonna take a look around inside. Hmm. Okay. Sehr viele Möbel. Da müssen wir jetzt durch. What's with the puddle? Where's that trail of water coming from, Cole? There must be a way through the back. Okay. Welcome to Furniture Village, where taste comes to die. Ah, hier ist wieder Wasser. What a pile of junk. My mother would be in heaven. Ah, ja. I bet this is the kind of crap you love, Cole. 20 years out of fashion. Arschloch. Okay, ich bin mal gespannt, wo uns das hinführen wird. This is useless. I can't see a damn thing. You need to get up onto the floor above. Ah, okay. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Ist hier irgendwann? Ah ne, hier ist eine Leiter. Tippel. Oh Gott, nach ganz oben. Schade, ich glaube, den Auftrag haben wir so ein bisschen versaut. Und werden nicht alles 100% schaffen. So, wir müssen mal ein bisschen was wegräumen. Pass auf! Kran kommt. Okay, da können wir das abstellen. Sehr gut. Das ist fast so wie hier auf Jahrmärkten, diese Greifkralle. Hier macht das Spaß. Hier kriegst du auch so ein Ding in die Zange rein. Bei den Jahrmärkten
Also da mal was in die Kralle reinzukriegen. Die Dinger sind nämlich so schwach gebaut. Get down here. There's a cold room in the back. Mhm. Kannst du den schon öffnen oder? Ah, okay. Okay, cool. Hier geht's raus. Und runter. I think we know where the water's coming from. You're gonna want to see this. Aha. There's something frozen inside. Ach nein. Was kann das nur sein? Well, I'll be damned. Alter, das ist richtig viel. Na. Mhm, tiefgefroren. This must be how they transport the morphine. Boah. It's like Santa's grotto for hopheads in here. Ice. That's clever. Better than popcorn cups, that's for sure. Look at it all. This is big, boy. It's not small. Now we just need to get to the source. Alter. Jetzt mal eine Frage, hält sich das überhaupt, wenn das so tiefgefroren ist? Ich meine, einige Medikamente verlieren ja ihre Wirkung. Oder was heißt verlieren? Die Wirkung kann auch zum Beispiel umschlagen, wenn die über eine bestimmte Temperatur kommen. Oder halt auch unter. Dann kannst du falsche Wirkung haben oder halt gar keine. Stehst du da mit einer vergeichten Medizinversorgung hier? Hab ich da mal, na gut, Morphium tiefgefroren? Macht das wohl auch halten, wa? Ich bekomme eigentlich Morphium. Kann ich die? Kann ich hier noch was untersuchen? Ah, Rames Removals. Where's he been delivering? And who's been delivering here? Any repeat business in the ledger, Cole? Polar Bear Company. Hmm. I think we know why Rames has been ordering so much ice. Mhm. Gleich gefunden. Geil. Polar Bear. Ah, pünktlich auf die Minute. Und er wundert sich nicht, dass da Polizisten stehen. LAPD, leave it right there. Everyone out of the vehicle and put your hands up. There's something in the ice. He's making a run for it. Let him have it. Boah. Whoop. Easy. Und tot. Scheiße. Take them all to Hollywood Station. Have the ME and tech services go over this place. Where will you be? Hunting polar bear. Moment. Ach übrigens, Gary, ich bin auf Sea of Thieves doch eingeschlafen. Echt? Okay. Irgendwo soll hier anscheinend auch Blue Room. Ah, okay. Methodist Church, Georgia Mining. Irgendwo soll hier auch. Ah, hier, Merlin Otti.
Merlinati is buying a lot of furniture. Mhm. 4 crates. Tada! Oh! Und Newspapers! Geil! Hey! Mickey Cohn. Mutmaßlicher Erbe von Bugsy Siegel. Ja, dann blende ich mich doch mal aus. Und let's go. Ren, wie hast du das geschafft, dass du einschlafen konntest? Bei dem Durcheinander. Anywhere else to meet, kid? We like to choose our ground. What is that supposed to mean? Huh? It's something Wellington said at Waterloo. The guys who win normally choose where to fight. We're gonna fight, kid? The two of you versus my boys here? I love the fight game. I went a few rounds myself. You and your friend, he looks tough, but I don't like your chances. Nah. We don't have to fight, Mr. Cohen. We have you an infilate. What the fuck is that? Some kind of stake? It means my men are in cover, but that they can still shoot you. If those were my orders, you would all be dead now. Are you kidding me? This is a $200 coat. You got some balls. Kelso. I hope you didn't scratch the paint of my new Lincoln. Mm-mm. These guys are getting out of the dope business, Mr. Cohen. You'll have no more problems from them. The morphine is going to disappear back into the sea. Hang on. You're getting hasty. There's a lot of dough on offer here. Thanks for the offer, Mr. Cohen, but we are going to have to politely decline. After today, the morphine is no more. This isn't the way we normally do business. I'm aware of that, Mr. Cohen. Call me Mickey. Are you aware of the risk, huh? I'm giving it to you straight, Mr. Cohen. There will be no more morphine. We made a mistake and would like to back out gracefully. If you come after us, we will be forced to come after you. You've been polite up till now. So don't stop making threats. I don't make threats, Mr. Cohen. I'd like to thank you for your time. Is that guy your idea, Muscle Kid? There's something you should know about Jack, Mr. Cohen. He killed 6 Japs hand to hand with just a bayonet and a K-bar knife. His outfit, the 6 Marines, killed over 100,000 Japs in 3 months in Okinawa, and he was in the thick of it. Those Japs are little guys, right? Yes, Mr. Cohen. About your size. Drogenbosse. Immer einen auf dicke Nummer schieben. ja, so. Ich fand's ganz entspannt. Ich bin irgendwann eingepennt, als ihr irgendwie Probleme auf Deck hattet mit dem Feuer. Weil der Mast fast abgebrannt ist und unter Deck ihr Probleme mit dem Wasser hattet. Und Lecks. Ja. Ein bisschen. Okay. Ich glaube, dann war's das auch. Mehr werden wir hier nicht finden. Telefonieren können wir auch nicht. Alles klar. Haben wir hier sonst noch was zu untersuchen? Die Polarbär-Eisfabrik. Alle klar. Early. You know the way. You can drive. Is Audi serious? Is the LAPD turning a blind eye to narcotics? Keep your shirt on, Phelps. Drugs are prohibited. Doesn't mean people don't want to take them. Limiting supply doesn't mean that we have limited demand. I understand that. I know that the average Joe needs to unwind a little, let his hair down at the end of the week, but morphine? Heroin? It's important to demonize hop, Phelps. Looks good in the papers. But when all is said and done, it's just another chemical like booze. A lot of people in high places think we're doing the city a favor by keeping the dope rolling into Central Avenue. Donnelly certainly believes we need to keep them anesthetized.
Better jobs and opportunities, but go a lot further. Will you listen to yourself? Ein bisschen, wenn ich mich recht erinnere, war euer Schiff quasi immer noch nur noch Feuer und Wasser. Nein, irgendwas, ich glaube, da ist ein Blitz. Factory is closed. Has been for years. Not much call for ice anymore with all those newfangled refrigerators. Save it for someone who wants to hear it. How many janitors carry a gat? That's one way of announcing we're here. Okay. Give it up, Finkelstein. Your brother-in-law will get you a good lawyer. My brother-in-law hates my guts. Come and get me if you want some daylight through that suit of yours. Ich bin Robocop. Kooperieren Sie, sonst sterben Sie. How long do you think you can hold out? What the hell is the matter? Can someone tweet this? So. He's around here somewhere. Neue Knarre. Operieren Sie. Aua. Give me some goddamn cover. I ain't running out of frames or guns anytime soon. Throw out the guns. Genau, hier wurde beschossen und dann gab es noch einen Blitzeinschlag. Ja. You're clear, go! Au. Ja, und der Roy, der rennt natürlich wieder vor. Clear me some space here! Achso, den habe ich schon. I'm gonna propose to you, asshole. Hey. Keep moving. Ha. Ow. Okay, da um die Ecke müsste einer sein. Ja, natürlich. You're surrounded and your buddies are dead. Okay, ich nehme mal eine andere Knifte. Hallo, da. Hey Roy. I'm wide open here. They're all dead, Finkelstein. Leave the weapon and put your hands up now. Put my hands up? Sure. Then what? Cop to peddling the dope? Cut a deal? Ship me off to the queue? Soon as I get locked up, some old friend puts an ice pick above my ear? No thanks. Only one other way out, shitheel. Okay. Ich wollte sagen, der. Let's have a look around. Now that we finally got some peace and quiet. Ja, eine Menge eingesteckt. I think I've had enough ice for one day. Until the scotch I pour myself as soon as we get out of here. Okay. SS Coleridge. Vorsicht, könnte süchtig machen. Könnte. Tja, da haben wir die Drogen gefunden. This stuff has got to be worth at least 100 grand. So Finkelstein robbed the ship? My guess is Lenny took it off their hands. This is big. This is gonna make the papers, Phelps. As senior investigator, I'll do the talking. Ist ein super Job, den er da hat. Well, well. Who would have thought that Roy Earl's handpicked new partner would have turned out to be such a great case man? This is a good result, Phelps. As far as we can tell, Lenny the Fink was moving the morphine across the city and as far north as Frisco. This makes the feds very happy, and it makes Mickey Cohen look bad. I won't lie to you, kid. I like the headlines. I like them a lot.
You keep this squad in the papers, and we'll get along just fine. Alles klar. I like him a lot. Alles klar. Gut, das war unser Fall heute. Nee, 3 Sterne. Ich hätte es besser machen können. Verdammt. Ja, und wie gesagt, das Schiff, das ist